Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich mit Papst Franziskus über die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten ausgetauscht. Der Kanzler wurde vom Oberhaupt der katholischen Kirche zu einer Audienz im Vatikan empfangen. Angesichts der derzeitigen Weltlage hätten beide diskutiert, wie Frieden und Sicherheit weltweit besser gewährleistet werden könnten, sagte Scholz im Anschluss. Des Weiteren habe er mit Franziskus unter anderem über das Thema Migration gesprochen. Der Bundeskanzler bezeichnete das Gespräch als für ihn auch persönlich wichtig und bedeutend. Der Papst übergab Scholz eine Bronze, die ein Kind zeigt, das einem anderen hilft. Zudem bekam der Bundeskanzler päpstliche Schriften überreicht. Scholz schenkte dem Papst ein Exemplar des offiziellen Spielballs für die Fußball-Europameisterschaft der Männer in Deutschland in diesem Jahr sowie einen Porzellanbären mit dem Bundesadler auf der Brust.